100,6 Motor FM, 4:12 hier und ich zähle sie mal ganz kurz auf, die teuersten Filme aller Zeiten, 300 Millionen, Fluch der Karibik 3, 258 Millionen, Spider-Man danach schon mit 250 Millionen, fast ein Schnäppchen, Harry Potter und der Halbblutprinz und ganz, ganz unten angesiedelt ist ein Film, der heute und dann wohl auch in den nächsten Tagen im Filmcafé laufen wird und zwar ist es ein Very Low Budget Film, ich habe es gerade schon erwähnt, Die Liebe und Victor. Und der Regisseur ist jetzt hier bei uns im Studio und das ist der Patrick Barnusch. Wunderschönen guten Tag. Hallo Max. Na, alles fertig, alles schön. Heute läuft der Film nochmal an. Du musst natürlich dem geneigten Hörer, der jetzt, weil du warst im Dezember schon mal hier, noch nicht zugehört hat, nochmal ganz kurz erzählen, um was es da geht, bevor wir dann in die Finanzierung deines Films gehen. Also gerne. Also ja. Wir laufen weiter seit Dezember. Das ist überraschend, vielleicht auch für die Hörer, die es jetzt wieder hören, aber ja, Die Liebe und Victor, also es ist ein Liebesfilm und ein Anti-Liebesfilm und eine Nacherzählung von Don Quixote in Prenzlauer Berg, wobei wir die Pferde durch Fahrräder ersetzen mussten. Das hat sich angeboten. Auch finanziell war das günstiger und nach La Mancha konnten wir auch nicht, also haben wir es hier vor der Tür gedreht, also hauptsächlich Prenzlauer Berg, ein bisschen Wedding ist dabei, ein bisschen Mitte. Ja. Und es geht um einen jungen, leicht verwirrten Nerd, weswegen wir hier genau beim richtigen Sender natürlich sind. Und vielen ich meine Dank. Das liebevoll. Ja. der sich in den Kopf setzt, der Liebe den Krieg zu erklären und diesen Kampf dann auch so groß aufziehen will, wie damals Herr Don Quixote, nur eben nicht mit dieser albernen Romantik, sondern diesmal muss der Liebe irgendwie ein Gar ausgemacht werden und der versucht das erst alleine, aber dann trifft einen alten Kumpel und zu zweit geht das ja manchmal besser. Das klingt alles sehr, 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 sehr schön und alle Leute werden da natürlich heute hinlaufen. Du musst aber trotzdem mal sagen, wenn ich höre 10.000 Euro, das ist nicht viel. Für was habt ihr es aber ausgegeben? Also bei so kleinen Budgets ist es dann tatsächlich so, dass solche Summen wirklich für die ganzen Kleinigkeiten ausgegeben werden. Also ein bisschen was zu essen. Stückchen für die Schauspieler. Ja, mal eine Zugfahrkarte vielleicht für jemanden, der sonst einfach nicht auftauchen würde beim Set, weil er in einer anderen Stadt lebt. Das ist es wirklich. Da ein paar Kleinigkeiten und man ist da schneller bei 10.000, als man denkt. Also das ist sowieso... Plakate ist ja dann auch nicht drin. Du bist, ich weiß nicht, ob das wirklich wahr ist, mit Plakaten. Ich bin ein lebendes Plakat. Du bist rumgelaufen oder läufst immer noch rum? Ich laufe, wenn mir danach ist, nehme ich mein Plakat. Du hast ein Plakat? Ja, wir haben so ein Plakat auf so eine Holzspanplatte drauf gemacht und dann schön von einem Rucksack die Riemen da dran gemacht und dann werfe ich mir das Plakat um und laufe damit rum und sozusagen habe ich dann das Filmplakat auf meinem Rücken. Das ist gerade im Winter sehr praktisch, weil es zieht da nicht so von hinten. Aber von der Seite. Ja, aber von der Seite wird es ja so auch ziehen. Deswegen. Wirst du da von Menschen angesprochen, die sagen, also die meisten Menschen, ganz kurz vielleicht wieder böses Vorurteil, aber die mit so Plakaten als Lebensplakat durch die Straßen Berlins laufen, wollen irgendwas von mir in Sachen Jesus. Das ist häufig so. Jesus hilft dir, sprich mich an. Ja? Sprechen die Leute dich an? Nee, ich glaube auch, also das ist wirklich nur auf meinem Rücken. Ich glaube, wenn ich das vor mir hertragen würde und sozusagen die Leute in dem Moment, wo sie drauf gucken, auch die Gefahr laufen würden, dass sie ich sie anblicke oder irgendwas von ihnen wollte, dann wäre dieses Problem gegeben. Außerdem haben wir ein wunderschönes Plakat und es sieht auch nicht so werblich aus. Und da steht jetzt auch nicht der Name von irgendeiner fiesen großen Firma drin, die nur dein Geld will, sondern wir wollen nur dein Geld. Aber nicht viel, 4,50 für eine Eintrittskarte. Das ist ja sehr schön. Ich habe gelesen, du bestichst eigentlich Leute, damit die Flyer dann da liegen, mit der Möglichkeit, in einem nächsten Film aufzutreten. Also ansonsten würde der, was war das, ein Pizza- oder Dönerverkäufer auch nicht mitmachen? Ja, das hat die sehr, sehr charmante und talentierte Elena Senft heute im Tagesspiegel geschrieben. Ja. Da war es aber so, dass der Charme dieses Pizzaverkäufers eigentlich am Anfang stand, weil wir da beim Drehen immer eine Pizza gegessen haben. Das ist in der Danziger Straße. Ich will den Namen des Ladens nicht sagen. Aber wieso denn nicht? Solo-Pizza. Solo-Pizza, Grüße. Engin, Hut ab, weiter so. Ja. Nee, und da hänge ich immer rum und wir haben schon Plakate, kleine Plakate, die wir in Läden tun und viele Flyer.
Und ich habe den mal gefragt, kann ich einen Flyer da lassen? Und dann hat er gefragt, wieso denn, was hast du denn gemacht? Du hast einen Film gemacht und da er so Moritz Bleibtreu der Zweite ist, also auch vom Charme, also eigentlich fast mehr Charme noch und auch besser aussieht als Moritz Bleibtreu. Kunststück. Will er nicht, nö, ja, im Moment schon, er sieht aus wie der junge Moritz Bleibtreu. Also das ist schon... Doch, jetzt kommen wir natürlich in Gefilde, ist Moritz Bleibtreu jetzt schon alt? Wie alt ist der? Nein, aber er ist nicht mehr so hübsch vielleicht wie früher, aber er wird besser, also er ist ein guter Schauspieler. So wie ein Brotwein. Ich glaube, wir verlassen dieses Terrain, man haut sich ja nur in die Scheiße, wenn man dann da plötzlich... und dann sollst du irgendwann rausgesucht haben, dieses Filmcafé, nicht wahr? Und hast gesagt, das ist das schönste Kino, das du dir vorstellst? Das stand auch in diesem Artikel. Ja, also das Filmcafé ist ein kleines Off-Kino im Herzen vom Prenzlauer Berg, um die Ecke vom Helmholtzplatz. In der Schliemannstraße ganz genau? In der Schliemannstraße 15, genau. Und das ist eine Mischung aus Bar, Kino und Küche. Das heißt, oben ist es ein normales Café und eine Bar. Und im Keller hat sich der Cafébesitzer zusammen mit seinem Bruder eigenhändig ein wunderschönes, kleines, so 70er-Jahre-Studio-Kino reingebaut, mit 35 Plätzen und sozusagen seinen Lebenstraum da verwirklicht. Und das sieht man auch, wenn man da ist. Also ich gehe eigentlich nicht so gern ins Kino, weil... Multiplex magst du nicht? Nö, das ist so Käse, heiße Käsesoße auf angeblichen Tortilla-Chips. Ja. Und im Filmcafé ist auch so, du am Tresen, wo du deine Karte kaufst, kannst du auch gleich einen Wodka Lem oder einen Cuba Libre bestellen und damit gehst du nach unten ins Kino, entspannst dich und du kannst vorher oben Burger essen oder einen Chili. Und ich finde, das ist eigentlich die einzig sinnvolle Art, wie man ein Kino aufziehen sollte. Patrick, ich könnte noch stundenlang mit dir reden. Du bist ein guter Gesprächspartner. Allerdings haben wir keine Zeit mehr. Richtig. Können wir vielleicht noch erwähnen, dass Rolf Zacher dabei ist und Samuel Finzi? Oder geht das nicht? Das haben wir in diesem Fall schon gemacht. Richtig, nicht wahr? Der Film läuft heute, also und bis zum Wochenende auf jeden Fall, ne? Oder? Naja, bei kleinen Filmen ist es immer so, wenn man jetzt ewig wartet und überlegt, soll ich da hingehen, ist es manchmal zu spät. Also einfach kommen, weil es ein kleiner Off-Film aus Berlin und es ist eine Komödie, man wird da nicht gequält, sondern es macht Spaß. Und Die Liebe und Victor heißt der hier im Studio, ein gut sprechender Mensch, Patrick Barnusch, der Filmemacher. Nächster Film ist wahrscheinlich dann doppelt so teuer, weil ihr ja heute dahin läuft, 4,50 ausgebt. Allerdings gibt es auch die Möglichkeiten für Menschen, die gar kein Geld haben, hier jetzt ganz schnell anzurufen. Wir haben, glaube ich, ein paar Freikarten. 744 mal die 709, 744 mal die 709 für dieses Top-Event am heutigen Abend zum Beispiel. Patrick, dann ganz, ganz viel Spaß und Glück und wolltest du noch was sagen? Vielen Dank erstmal. Ach so, ja. Und ich wollte nur kurz sagen, immer Mittwoch bis Samstag 21.30 Uhr im Filmcafé. In der Schliemannstraße Nummer 15 in Prenzlauer Berg. Jetzt aber raus, kriegst sowieso Probleme. Das war jetzt viel zu lang, Patrick. Das weißt du ganz genau. Das weiß ich nicht. Ja. Tschüss. Tschüss.